Bon, nächster Punkt, das ist dann die Remise Elektronik von den Offeren bei den Marché Publiken. Wir hatten gerade eine Diskussion am Komitee von der Fédération des Artisans, ich wollte den Geheimen bringen, für einfach mal den Punkt zu machen und noch zu gucken, wo danach eventuell Probleme sind. Ja. Bon, das Reglement vom 25. Januar 2019 und ein Letter-Circulär vom 19. März. Das ist ein Brief, der vom Minister Bausch und die einzelnen Ministerien gegangen ist, wie das Gesetz zu interpretieren ist. Bon, ich meine, muss ich wissen, wir haben eine Phase transitoire von 2013 bis 2018, das ist eine Phase transitoire von 5 Jahren, da konnte man anfangen parallel führen. Wir konnten eine Remise Elektronik machen, und wir konnten auch Doffer um ein paar Bayer aufgehen. Dann haben wir bei der Remise Elektronik auch das Prinzip von der Kopie der Sofgarte. Bon, seit dem 18. Oktober 2018, also das ernst. Und da muss ich unterscheiden zwischen den nationalen Marschen und den europäischen Marschen. Ich fange nur bei den europäischen Marschen, den Livre 2. Du hast effektiv doffere Elektronik, die ist obligatorisch. Ja, du kannst schließlich ein Offer aufgehen um elektronischen W, das meine ich über den Portal vom Marché Public. Für den Marschen ist es nicht mehr obligatorisch, für eine Séance d'Ouverture zu machen. Das steht am Gesetz so dran. Betriebe können aber ein Procès verbal d'Ouverture freuen, können sie dann selbstverständlich heimgeschickt. Aber froh sind, die ist ein Échange d'Information, die kann auch nicht mehr dann über den elektronischen W gemerkt werden, eben für zu verhindern, dass der nicht schreibt und den anderen, also ich muss eine Mail und den anderen schreibt den Brief. Ja. Also über eine Standardprozedur. Dann für die nationalen Marschen, natürlich die Marschen unter 5,5 Millionen. Da bleibt die Regel, dass es Stoffe um ein paar Bayer aufgehen. Das ist wirklich die Regel. Der Pouvoir Adjudicateur, den hat aber die Möglichkeit, für eine Remise Elektronik zu freuen. Er kann sie aber nicht imposieren. Ja, von dir so, ich gehe mir auf ein paar Bayer auf, da geht es um ein paar Bayer auf, dann ist keine Remise Elektronik. Bei der Remise Elektronik könnt danach die Kopie des Hofgarten dabei, das heißt, du kannst eine Sicherheitskopie um ein paar Bayer aufgehen, erklären, ich denke ja ein bisschen wie spät. Und bei den Marschen, also wo Stoff um ein paar Bayer aufgehen, da bleibt dann die Séance d'Ouverture, die bleibt obligatorisch. Boah, eine kleine Klammer ab. Da flog nämlich ein Projet de Reglement Grand Ducal um durch. Den hat er von ungefähr gesehen, dass auch für die nationalen Marché de Pouvoir Adjudicateur Kind ein Remise Elektronik imposieren. Bon, da war aber sowohl die Fédération des Artisans noch der Conseil d'État, wenn du da gehst. Wir haben gesagt, wird mal auf, was bei den europäischen Marché geschieht. Du hast eine doffere Elektronik obligatorisch, aber wenn das dann mal funktioniert, aber das gut aus, dann kann ich vielleicht mal drüber schwätzen, für das doch obligatorisch zu machen für die Nationalmarche. Natürlich haben wir von Gott Satisfaktion gekriegt. Boah, ich habe natürlich darüber gesagt, und ich will auch einen Offer aufgehen um elektronische W, da kann ich eine Kopie des Hofgarten um ein paar Bayer auch mit aufgehen. Wenn ich das aber mache, dann muss ich auf meinen Envelope drauf schreiben, die Mission, Kopie des Hofgarten, dass das klar ist. Das ist aber so, wenn ich die Kopie des Hofgarten aufgehe, ersetzt das nicht. Ja, dann ersetzt das nicht der Fall, dass ich muss doch vom elektronischen W aber trotzdem aufgehen. Ja. Weil der Betrieb muss hier noch beweisen, wenn ein Problem ist, muss einfach beweisen, dass alles möglich gemacht wird, für sich auch vom elektronischen W aufzugehen. Ja, die Kopie des Hofgarten, die dient dann dazu, boah, der hat doch vom elektronischen W aufgehen, und dann stellst du raus, du hast einen Virus drauf, die einer sagt, der kriegt doch von der Dopp. Boah, da guckt man die auf ein paar Bayer. Oder wie gesagt, der hat versucht, über den Portal heranzugehen, dass das nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert, das heißt, die einer sagt, der Pouvoir-Adjudicateur kann sie nicht abmachen. Dann zählt effektiv die Kopie der Sofgarte. Boah, hier soll ein Tableau, wo ich resümiert tun, wie es los ist, das wird ein bisschen einfach, wenn das so schematisch durchgestellt ist. Das heißt, die Remise Elektronik von der Offre ist obligatorisch für Livre 2, Livre 3, und das alles, was Energie als Service Postur weiß, und das von der Simulamana konzerniert. Und die ist nicht obligatorisch für die Livre 1, das heißt für die nationale
marschieren. Und dann, wie gesagt, ich kann auch meine Papaya-Version aufgehen, Livre 1, Livre 2 kann ich das nicht mehr machen. Und Séance d'Ouverture, die bleibt obligatorisch für die Marschieren vom Livre 1, national marschieren. Und sie ist nicht mehr obligatorisch für die Marschieren vom Livre 2, die europäisch marschieren. Weil hier so eine Slide, da sind zwei Linken drauf, die ich da kriege, die Anfang an Informationen über die, die technischen Voraussetzungen, die ich muss tun, für können die überhaupt bei dem System dabei zu sein, müssen sich da ein Portal ummelden. Am besten geht das selber gucken, da gibt es zwei Guiden, einer ist für Betriebe gedürt und einer ist gedürt für Prüfer-Adjudikatoren. Da stehen auch ein paar die Informationen drauf. Dann ist es auch so, John Metier hat schon ein paar Kuren organisiert über die ganze elektronische Prozedur, wie das funktioniert. Wir werden das noch einmal machen, und zwar nächstes Jahr. Muss ich schon noch kein Datum, aber die Datum gehen dann publik gemacht und da könnt ihr selber oder die Leute, die sich mit dem beschäftigen, könnt ihr dann an die Kuren da, melden. Voilà, das wird mal zu dem Thema. Wenn wir froh sind, dann geben wir die Welle.